Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher in der vedischen Astrologie. Ja, in diesen circa 20 Minuten geht es um die Deutung des Monats Februar 2008 anhand der Transite der einzelnen Planeten für den jeweiligen Aszendenten ihres Horoskops. Nun gibt es ja 12 verschiedene Aszendenten und diese müssen Sie kennen, damit Sie wissen, welches Video Sie auswählen können. Darum bitte ich Sie, dass Sie dann, wenn Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ja, diesen gerne bei mir erfragen können, selbstverständlich gratis. Dazu befindet sich unterhalb dieses Videos ein Link für Sie vorbereitet, mit dem Sie mir Ihre Geburtsangaben mitteilen können und ich teile Ihnen dann kurzfristig Ihren Aszendenten mit. Denn in der indischen, sprich vedischen Astrologie ist es so, dass der Aszendent viel, viel wichtiger ist wie das sogenannte Sonnenzeichen, das in der westlichen Astrologie für die Transite verwendet wird. Und so bitte ich Sie, dass Sie das Video nehmen, ja, entsprechend Ihrem Aszendenten und nicht anhand Ihres Sonnenzeichens. Ferner ist es so, dass Sie übrigens auch mit diesem Link den Planeten von mir mitgeteilt bekommen können, der Ihre Seele beschreibt, sprich Ihren Seelenplaneten. Denn auch das ist ein weiteres Gratisangebot, das ich Ihnen anbieten möchte. Sie haben in der indischen Astrologie, ist der allerwichtigste Planet, nämlich derjenige, der Ihre Seele beschreibt. Und falls Sie den noch nicht kennen, ja, teile ich Ihnen dies auch gerne gratis mit, ja. Und Sie bekommen eine einseitige Beschreibung als PDF-Dokument über Ihren Seelenplaneten. Dies hat aber jetzt mit der Deutung dieser Monatsvideos nichts zu tun. Nur ich wollte Ihnen dies halt auch anbieten als ein weiteres Gratisangebot. Ja, dann weiter. Wichtige Information, bevor wir dann gleich bald loslegen. Am 15. Februar, ja, haben wir eine partielle Sonnenfinsternis, die jetzt zwar nicht über Mitteleuropa sichtbar sein wird, die aber trotzdem Wirkungen hat. Und so ist es aus Sicht der indischen Astrologie nicht günstig oder nicht anzuraten, 3 Tage vor der Finsternis, sprich 12., 13. und 14. Februar, am Tag der Finsternis sowieso nicht, aber auch noch 3 Tage danach, 16., 17., 18., ein für Sie wichtiges Vorhaben zu starten, ja, sprich einen Notartermin wahrzunehmen, ein Eheschließungsdatum in diese Zeit zu legen oder eine neue Arbeit zu beginnen oder andere wichtige, bedeutungsvolle Projekte in diesen 7 Tagen, wie eben erwähnt, zu starten, denn die Aussichten dieser Projekte sind in ihrem Erfolg deutlich geschmälert. Dann noch 2 kleine Hinweise in eigener Sache. Und zwar, ich darf Sie einladen zur sogenannten Gratis-Zukunftsblick-Erforschungsreise. Sprich, Sie können durch mich 5 Wege lernen, wie Sie mehr über Ihre eigene Zukunft erfahren können. Wenn Sie das interessiert, welche Chancen und Möglichkeiten Ihnen Ihre Zukunft für das Jahr 2018 bietet, dann biete ich Ihnen eine gratis Erforschungsreise hierzu an. Dies wird ab dem 3. Februar soweit sein. Und Sie können auch dazu sich unterhalb dieses Links eintragen, um sich anmelden zu können. Alles Weitere kommt dann eben mit E-Mails zum Ablauf und. Und will auch gleich noch darauf hinweisen, dass bei Teilnahme
an dieser Gratis-Erforschungsreise auch die Möglichkeit winkt, verschiedene Amazon-Gutscheine im Wert von 10 oder auch sogar 30 Euro gewinnen zu können. Ja, und wie gesagt, auch dazu ist der Link unterhalb des Videos vorbereitet. Ja, und dann noch etwas ganz Wichtiges. Und zwar meine Frau Brunhilde Feiner, die ja ebenfalls hauptberuflich als vedische Astrologin arbeitet, hat ja schon viele Jahresdeutungen jetzt gemacht für das Jahr 2018 für viele Menschen. Und sie hat jetzt nur noch 4, die sie machen möchte, weil diese Aktion wird dann abgeschlossen. Und zwar sind jetzt nur noch 4 übrig. Sie sehen, hier habe ich gerade die Internetseite noch abkopiert, da waren es noch 6. Jetzt sind es aber nur noch 4. Noch 4 will sie machen, dann wird die Aktion geschlossen bei Bestellung bis zum 31.01. Wenn Sie dabei sein wollen, unterhalb des Videos ist auch der Link vorbereitet, wie Sie zu Ihrer Seite kommen, um das Horoskop für Ihre Sterne 2018 bestellen zu können. Falls die 4 dann schon weg sind, die jetzt noch offen sind, wundern Sie sich nicht, wenn der Link nicht mehr geht, weil der wird dann runtergenommen. So, dann sind wir soweit und können jetzt einsteigen, wie sich Ihre Chancen und Möglichkeiten anhand der Positionen der Planeten für den Februar 2018 darstellen. Nun wollen wir schauen für Sie als Aszendent Löwe, ja, wie sich die planetare Großwetterlage im Februar 2018 darstellt. Dazu lassen wir jetzt den Chart einschweben und schauen gleich nach der Position der Sonne. Für Sie als Aszendent Löwe ist immer sehr wichtig, in welchem Zeichen bzw. Haus sich die Sonne im Transit befindet, denn die Sonne repräsentiert auf doppelte Weise Ihren Lebenspfad und das, was für Sie in diesem Monat wichtig wird. Und so sehen wir, dass die Sonne bis zum 17. Februar sich im Zeichen Wassermann befindet. Und ab 18. Februar geht sie in das Zeichen Fische, ja, sehen Sie ja hier herunten, worin Sie das achte Haus haben. Interessant ist auch, dass auch die Venus die ersten 9 Tage im Wassermann, sprich sich in ihrem 7. Haus befindet und auch Venus ziemlich zeitgleich mit der Sonne bis 17. Februar im 7. Haus ist, dann aber in das achte Haus wandert. Das bedeutet, der Monat Februar 2018 hat bis zum 17. Februar den Fokus für Sie als Aszendent Löwe bezüglich Themen des 7. Hauses. Und so müssen wir uns bewusst machen, wofür steht denn das 7. Haus und welche Möglichkeiten, welche potenziellen Ereignisse repräsentiert dieses Haus 7. Nun, zum einen ist es so, dass es ja für Sie auch ein Entwicklungsziel ist, die Themen des Wassermanns mehr in sich zu entwickeln. Und darin hält sich ja das 7. Haus bei Ihnen im Horoskop auf. Es wird jetzt ausgelöst, ne, durch diese Planeten, die das besonders betonen. Und das Zeichen Wassermann hat stark damit zu tun, dass es darum geht, ja, noch sicherer zu werden mit der eigenen Individualität, wenn es darum geht, sich auch mit dem anderen, mit dem Gegenüber, mit dem Partner auseinanderzusetzen. Denn wenn Sie in einer Beziehung beispielsweise sind, und auch dafür steht das 7. Haus, dann lautet hier die Aufgabenstellung ganz klar, sich eben mehr mit Ihrer Rolle als Partnerin oder Partner oder als Ehefrau oder Ehemann nun auseinanderzusetzen. Da ich sagte, Entwicklungsziel ist der Wassermann, dann haben wir hier so eine Situation, dass es für Sie als Löwe-Aszendent darum geht, sich mit Ihren Fehlern
zu lernen, auch anzunehmen, vergeben zu können, aber auch psychologisch eine gesunde Persönlichkeit zu werden. Und dies erreichen Sie über das Thema der Beziehungen oder einer Beziehung. Ja, es muss nicht nur eine Partnerschaft sein, es ist auch im Umgang mit dem anderen. Das bedeutet nun, dass der Monat Februar bis zum 17. Ihnen die Steilvorlage dafür gibt, sich jetzt mal intensiver damit auseinanderzusetzen, wie sieht Ihre derzeitige Konstellation beziehungsbezogen aus und was müsste hier oder was kann hier verbessert werden. Sie sehen das daran, schauen Sie, Sie haben ja im siebten Haus Venus und Merkur. Das sind die beiden Planeten, die die Qualität haben zu analysieren. Ne? Merkur steht für kommunizieren, informieren, analysieren, forschen. Ja, und er tut es jetzt im Partnerschaftshaus. Dann haben wir die Venus auch die ersten 10 Tage darin. Die Venus will die Situation mal ganzheitlich betrachten, abwägen, ja, wie sich das denn darstellt bezüglich des Wertes der Beziehung. Die Sonne, die ja auch im 7. Haus ist bis 17. Februar, zeigt auch an, dass sie jetzt besonders bereit sind, Opfer zu erbringen, um dadurch die Beziehung auf ein höheres Level zu heben. Nun sagt man so, naja, Beziehung, das ist ja nicht so schwer. Ne? Man muss halt schauen, dass man miteinander klarkommt. Aber ganz offen, das ist eines, wenn nicht das größte Thema, das den Menschen am schwersten fällt, nämlich eine liebevolle Partnerschaft zu führen. Und ich möchte auch an der Stelle sagen, solange es einem Menschen nicht gelingt, mit seinem Gegenüber oder auch mit seinem Beziehungspartner in einer respektvollen und funktionierenden Beziehung sein zu können, kann auch keine Beziehung zu seiner höheren Macht entwickelt werden. Weil wenn es uns nicht einmal gelingt, ja, dass wir mit unseren Gegenübern in einer zumindest neutralen Situationen sind. Ja, man muss nicht jeden Menschen jetzt hier begeistern können, das geht nicht, ja, aber zumindest muss es so funktionieren, dass man miteinander klarkommt und in einer Beziehung ist natürlich die Messlatte höher. Diese sollte fußen auf Liebe, Respekt und Vertrauen. Und hierfür lernen wir ja nichts, weder in der Schule noch durch unsere Eltern. Oft dies sind die, auch die geschieden. Und wenn wir auch in die Gesellschaft blicken, sehen wir, dass jede zweite Ehe scheitert. Und deswegen lernen wir sozusagen eher durch den Schmerz, weil Beziehungen scheitern und es Streit gibt, ja, wie es denn vielleicht besser gehen könnte. Aber das muss nicht sein, wenn Sie jetzt diese Vorlage nehmen, wie sich jetzt die planetaren Energien in Ihrem Horoskop zeigen und sich mal intensiver damit beschäftigen, was sind denn die Voraussetzungen, wie eine Beziehung richtig funktioniert. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, in der indischen Astrologie ist ein Riesenwissensgebiet, die sogenannte vedische Kompatibilität, sprich, wer passt zu wem. Oder wenn man in einer Beziehung ist, kann man astrologisch hervorragend, mathematisch sogar analysieren, wie passt man zueinander und wo lernen beide Seiten voneinander und was muss der eine vom anderen wissen und der andere von einem selbst wissen, damit die Beziehung funktionieren kann. Wo sind besondere Stärken der Beziehung und wo sind Schwächen der Beziehung? Wie funktioniert überhaupt eine Beziehung? Ja? Schauen Sie, nur mal an einem Beispiel gesprochen. Grundsätzlich geht es im Thema Beziehung auch mal darüber zu lernen, was sind denn die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Der Mann, ja, in einer Beziehung oder generell der Mann verkörpert ja das solare Prinzip, sprich das initiierende Prinzip, das Prinzip der Handlung. Er ist ja die Sonne. Die Frau ist der Mond. Das heißt, die Frau repräsentiert das Gefühl, das Empfangende, das Empfängliche, ja, das
Passive, das Nicht-Initiierende, das Zurückhaltende, das Abwartende. So funktioniert dann eine Beziehung besonders gut, wenn die Energie zwischen Mann und Frau auf diese Art und Weise fließen kann. Das bedeutet, der Mann initiiert Impulse mit Ideen und mit Projekten und Vorhaben. Und die Frau soll sich dann überlegen, wie sie sich mit diesen Vorschlägen fühlt, ja, und kann dann auch durch ihre Qualität zu sagen, nein, das fühlt sich für mich nicht gut an, dem Mann eine Rückmeldung geben, ja, was man gemeinsam machen möchte oder nicht. Die Frau sollte aber gleichzeitig natürlich, wenn der Mann etwas tut, ihn loben und wertschätzen, denn der Mann fühlt sich nur dann in einer Beziehung geliebt, wenn er als Solaris-Prinzip, Sonne, wertgeschätzt wird für seine Aktionen, Handlungen, Leistungen, Karriere und so weiter. Die Frau braucht sich das nicht verdienen, um geliebt zu werden. Ja, sie muss nur empfänglich sein für die Liebe ihres Mannes und der Mann hat dafür zu sorgen, dass sich die Frau bei ihm gut fühlt und beschützt fühlt. Und wenn er das zum Ausdruck bringen kann, dass er sich um sie kümmert, dass er dafür sorgt, dass sie sich gut fühlt. Und das kann er recht leicht machen, indem er sagt, beispielsweise, wie lieb das sie ist oder wie schön das sie ist. Ja, dann fühlt sich die Frau gut und wenn sie sich dann gut fühlt, dann fühlt sich eine Frau geliebt. So, das war jetzt nur mal ein Beispiel. Das kann man natürlich stark differenzieren, weil es gibt ja auch mehr männliche Frauen und mehr weibliche Männer und dann läuft es wieder andersrum und, und. Aber so fließt die Energie zwischen Yin und Yang hin und her und das initiierende Prinzip, ja, beim Mann geht hinüber zur Frau und die empfängt es und so kann eine Beziehung gemeinsam gedeihen. Ich wollte Sie jetzt nicht in irgendwie eine philosophische Diskussion bezüglich dem Thema Beziehung jetzt hier irgendwie ablenken von der monatlichen Deutung, sondern ich wollte Ihnen nur schon mal zeigen, ja, anhand von wenigen Sätzen, wie viel wertvolles Wissen uns hier, wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau richtig funktioniert, nicht bewusst ist und wo es darum ginge, wieder zu lernen, sich damit zu beschäftigen, wie denn überhaupt eine Partnerschaft funktioniert. Es gibt in der indischen Astrologie dazu einen eigenen, wie ich sagte, Riesenwissensgebiet, die vedische Kompatibilität oder Partnerschaftsastrologie. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist Wahnsinn. Gleichzeitig hochinteressant, weil wenn ich weiß, ja, welche Schwächen mein Partner hat und welche Schwächen ich selber in der Beziehung habe, dann kann ich lernen, damit umzugehen. Denn es sollte ja nicht so sein, dass Schwächen eine Beziehung behindern. Ich habe jetzt gerade noch von einer Person, kurz vor diesem Video, die hat mir gerade noch geschrieben, da ging es auch um Beziehung, hat sie geantwortet, tja, da kann man halt nichts machen, wenn der andere nicht an sich arbeitet. Ganz ehrlich, das zeigt halt wieder, zum Beispiel ein weiterer Fehler ist, wenn ich Erwartungen habe an den anderen. Ich kann den anderen nicht ändern, ich kann nur meine Einstellung zur Beziehung ändern oder ich kann auch meinen Beitrag für die Partnerschaft verändern. Aber ich kann nicht erwarten, da ging es darum, sie hätte die Vorstellung gehabt, dass der Mann, dass man woanders leben soll. Ja, und aber er will ja nicht umziehen und deswegen, weil sie seine Erwartungen nicht erfüllt wegen dem Umzug, fühlt sie sich jetzt nicht geliebt. Aber jede Beziehung, die auf Erwartungen basiert, ist halt schwierig. Und es muss aber möglich sein, auch mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen. Ja, und ist die Liebe groß genug? Dann wird immer genügend Respekt und auch Vertrauen in den anderen da sein und es wird genügend Interesse geben, etwas beizutragen, dass man zu einer gemeinsamen Lösung kommt, weil man will ja, dass dem anderen gut geht. Ja? Und
Wenn ich das aber nicht mache, dass ich mich nicht bewege, dann hat das auch was mit dem anderen zu tun, weil ich mich auch dann in dieser Beziehung nicht geliebt fühle und dann habe ich eben andere Prioritäten. Letztlich hat es aber dann doch mit mir wieder was zu tun, weil der andere, wenn eben nicht beweglich ist, drückt er nur aus, dass er weniger Interesse daran hat, ja, wie es in meinem Wohlergehen geht. Ja, machen wir es nicht zu kompliziert. Sie haben jetzt bis 17. Februar das Thema Beziehung und Partnerschaft stark auf den Schirm. Und da das so ein Riesenlebensthema ist, ja, und die Sonne und läuft ja nur einmal im Jahr durch das siebte Haus, ne, wandert sie ja hier komplett rum, das dauert jetzt wieder ein Jahr, bis sie in diesem Zeichen ist, haben Sie jetzt sehr stark Rückenwind dafür, Ihre Beziehungsqualitäten zu verbessern, eine bestehende Beziehung zu optimieren oder auch wenn Sie Single sind, ist jetzt leichter das Begegnen von interessanten Kontakten oder das Entstehen von Beziehungen möglich. Sind Sie nicht in einer Beziehung und würden gerne in einer Beziehung sein, wäre es jetzt sinnvoll, sich auch mehr zu zeigen. Wobei ich sage, man kann sein Karma nicht austricksen, weil ist man bereits länger alleine und leidet darunter, dann hat es auch wiederum was mit Ihnen zu tun. Denn dann gibt es noch etwas, was an Ihnen zu entwickeln ist, ja, damit Sie in Ihrem Umfeld, ja, in Ihren Kontakten Menschen anziehen, die mit Ihnen dann auch in eine Beziehung gerne gehen würden. Das, was außen das Leben gibt, ist immer nur der Spiegel des eigenen inneren Zustandes. Das kann sein, dass Sie sich beispielsweise nicht liebenswürdig fühlen, dass Sie zu wenig Selbstwert haben oder dass Sie ein schwieriger Mensch sind, der Forderungen und Erwartungen hat, den man halt dann meidet. Und dann ist die Sache die, dass man isoliert ist. Aber wenn man nicht zu dem Punkt kommt, dass das eben mit einem selber was zu tun hat, dann kann das ja auch in die Verbitterung und in die Frustration gehen und in die Krise. Denn, das hatte ich eben schon vorher mal gesagt, um auch spirituell zu wachsen, sollten wir auch fähig sein, liebevolle, respektvolle, vertrauensvolle Beziehungen mit unserem Gegenüber oder unserem Partnerin oder Partner entwickeln zu können. Weil wenn wir das nicht einmal mit einem Menschen fertig bringen, mit dem wir zusammen sind, dann können wir auch keine Beziehung zum Allmächtigen aufbauen. Ja? Denn das ist ja das große Ziel der Menschwerdung, auch vor allem Liebe zu Gott eben entwickeln zu können, während wir diesen menschlichen Körper haben. So, dann schauen wir nochmal weiter. Saturn ist weiterhin in Haus 6. Das ist ja jetzt länger eine sehr gute Position dafür, dass Sie an Ihrem Gesundheitsmanagement arbeiten und Weichen stellen, die Ihnen langfristig mehr Vitalität, mehr Gesundheit bringen. Sie können jetzt nämlich Verbesserungen vornehmen in Ihrer Gesundheit, die von lang anhaltender Natur sind. Also, damit meine ich, von mir aus zu Fuß in die Arbeit gehen, auf vegetarische Ernährung umstellen, mehr frische Luft und Bewegung, mehr an der Sonne sein, das Rauchen aufhören. Lauter so Dinge, meinetwegen, die Ihnen gut tun. Das ist jetzt leichter, denn wissen Sie, Saturn ist der Planet, der in die Tiefe geht, ja? Und er steht im sechsten Haus, im Haus der Gesundheit. Und das sechste Haus ist auch das Haus der Verbesserung. Und so haben Sie jetzt Rückenwind, ja, da mal gesundheitsbezogen mehr in die Tiefe zu gehen, um langfristig hiervon mit einer verbesserten Gesundheit profitieren zu können. Ja, außerdem natürlich, ich meine, Saturn repräsentiert in Ihrem Horoskop auch einen etwaigen Partner, der steht jetzt im sechsten Haus. Das sechste Haus ist auch das Haus der Schwierigkeiten. Das weist schon auch nochmal darauf hin, dass die Beziehung etwas unter Spannung sein kann, jetzt in einem längeren Zeitfenster. Und da Sie jetzt, wie gesagt, die Planeten in Haus 7 haben bis 17, wäre es halt eine gute Sache, jetzt da mal wirklich sich intensiver damit zu beschäftigen. Und es gibt Bücher, es gibt Videos, es gibt Partnerschaftsastrologie, es gibt so viel und Sie werden erstaunt sein, was man alles lernen kann, wie eine Beziehung denn viel besser funktionieren kann.
Ich meine, man lernt immer, wie es besser geht, aber man sollte halt nicht über die blauen Flecken lernen. Das muss nicht sein. Ihre Aufgabe ist nicht zu leiden. So, dann gehen diese drei Planeten, wie Sie ja hier schon sehen, nach und nach ins achte Haus. Das achte Haus wird dann auch nochmal gewisse Schwächen, die an Ihnen bestehen, Ihnen bewusster machen und Ihnen die Möglichkeit einräumen, dann besonders an diesen zu arbeiten für die Zeit von 18. Februar bis Monatsende. Denn nach wie vor ist ja auch Rahu in Haus 1 und dies zeigt auch, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit oder die Entwicklung von mehr Sicherheit in der eigenen Person, im eigenen Lebenspfad auch weiterhin ein Thema bleibt. Und da ist es ja dann auch immer förderlich, wenn man gleichzeitig ja, sich mal mit den inneren Dämonen auseinandersetzt. Mars in Haus 5 bleibt den ganzen Monat so. Hier kann es Spannungen geben in Erziehungsfragen oder etwas Klärungsbedarf mit dem Thema Kinder oder Auseinandersetzungen mit den Kindern. Aber auch das ist ja ein Beziehungsthema und so sehen Sie es auch als gute Gelegenheit zu schauen, wie können Sie durch eine friedliche Kommunikation ohne Erwartungen, ohne Verletzung, ja, hier Meinungsverschiedenheiten, meinetwegen bezüglich Erziehung oder Meinungsverschiedenheiten mit Ihrem Kind, ja, in einer erfüllten und produktiven Art und Weise austragen. Unabhängig davon haben Sie aber trotzdem einen guten Lauf als Aszendent Sonne, denn Jupiter im Haus der Lebensfreude, im Haus des Innenlebens, wird Ihnen genügend Verständnis geben oder innere Freude, dass Sie trotzdem in all dem, was geschieht, die Chancen sehen können, Ihre Entwicklungsmöglichkeiten sehen können, sodass Sie ja trotzdem auf der Seite der Sonne bleiben werden. Okay, das war für Sie Aszendent Löwe der Februar 2018. Ja, zum Schluss nochmal die Erinnerung. Bitte bedenken Sie, dass diese Deutung auf Ihrem Aszendenten basierte. Ja, wenn Sie diesen nicht kennen, können Sie ja Ihren Aszendenten bei mir gerne erfragen. Dazu ist unterhalb dieses Videos ein Link für Sie vorbereitet, damit Sie wissen, welcher der 12 Aszendenten für Sie maßgebend ist, um das richtige Video der 12 pro Monat auch finden zu können. Außerdem können Sie mit dem gleichen Link auch anfordern, den Planeten, der Ihre Seele beschreibt. Ja, das ist ein weiteres Gratisangebot, denn der sogenannte Seelenplanet ist der wichtigste Planet im indischen Horoskop. Und der sagt viel mehr aus, ja, wie Aszendent oder Sonnenzeichen. Nun gehen wir weiter und zwar ist es auch so, dass ich Sie ja informiert habe, nochmal die Erinnerung, achten Sie darauf, wir haben eine partielle Sonnenfinsternis am 15. Februar, es macht nicht Sinn in der Zeit zwischen dem 12. und dem 18. Februar ein wichtiges Vorhaben zu starten, denn das liegt unter dem Einfluss dieser Eklipse und dann sind die Erfolgsperspektiven Ihres neu gestarteten Projektes, meinetwegen Firmengründung, neuer Arbeitsbeginn, Eheschließung, wenn Sie solche Termine in dieses Zeitfenster legen, wäre aus Sicht der indischen Astrologie weniger zu raten. Dann ja, nochmals die Erinnerung an die Einladung. Melden Sie sich an, wenn Sie mehr über Ihre Zukunft wissen möchten. Ich lade Sie ein zur gratis Zukunftsblick-Erforschungsreise über 5 Tage ab 3. Februar. Sie können sich auch dazu unterhalb dieses Videos an diesen Link wenden, um sich dadurch auch eintragen zu können. Dann nochmal die Erinnerung von meiner Frau, die verbleibenden 4 Horoskope für ein Jahreshoroskop Meine Sterne 2018. Noch 4 sind frei. Dann wird das Angebot runtergenommen.
Wundern Sie sich deshalb nicht, wenn der Link nicht mehr funktioniert, dann sind die letzten vier jetzt weg. Sie hat sehr viele gemacht und irgendwann muss man dann ja auch die Aktion schließen für die Deutung des Jahres 2018. Deswegen wird es jetzt nur noch mit vier Stück angeboten. Sie sehen ja, es waren noch vor kurzem sechs. Und Sie können auch hier unterhalb des Videos den Link dazu finden, wie Sie auf die Seite meiner Frau gelangen. Ja, das war's nun mit den Deutungen für Februar 2018. Ich wünsche Ihnen natürlich ja in der Bewältigung Ihrer Herausforderungen eine gute Entscheidung, dass Sie auch immer die Chancen und Möglichkeiten sehen und dadurch zu einer Lösung kommen, um den für Sie bestmöglichen Weg auch im Februar 2018 begehen zu können. Außerdem freue ich mich natürlich schon wieder Ende Februar, wenn es dann wieder darum geht, die planetare Großwetterlage für März 2018 mit Ihnen zu besprechen. Also, bis dorthin, alles Gute!